Man kann auch in Zukunft mit Trimus an Silvester anstoßen. Dafür gesorgt hat das Weinunternehmen Davatz aus Fläsch. Das Familienunternehmen hat nach kurzer Skeptik den Edeltraubensafthersteller aus Hallau für 3,7 Millionen Franken übernommen. Rimus hat ja zwei Sachen. Eins ist das Traubensaft-Kindergetränk Rimus Party, das glaube ich jeder Schweizer und jede Schweizerin kennt. Andererseits, wo wir jetzt am Aufbauen sind, das ist der alkoholfreie Schaumwein Secco bei Rimus als Bianca und Rosato. Und ich glaube, dass der alkoholfreie Schaumwein eine grosse Zukunft hat nach dem Motto Drink and Drive. Das Bündner Unternehmen gehört zu den grössten Weinbau- und Weinhandelsunternehmen in der Schweiz. Zu den jetzigen 50 Mitarbeitern kommen die 45 Angestellten aus Hallau dazu. Trotz dem eher sauren Image vom Schaffhauser Wein ist man zuversichtlich, mit Rimus und der Weinkellerei Rahm eine süße Zukunft zu haben. Es gibt ganz, ganz viel zu tun. Das wird ein Marathon, aber wir werden im Rebberg anfangen, damit wir wirklich ganz gute Trauben haben. Mit ganz guten Trauben kann man ganz gute Wein machen. Wir möchten aber auch im Premium-Bereich tätig sein. Wir möchten auch mit der Weinkellerei Rahm in Zukunft mit den besten Weingütern vor Ort in dieser Liga mitspielen. Um dort mitspielen, muss das Weinunternehmen auch ihre Reichweite verbessern. Wir sind stark detailhandelorientiert, was ganz wichtig ist. Das werden wir versuchen zu behalten oder auch auszubauen, aber zusätzlich eben auch Privatkunden gewinnen, Gastrokunden gewinnen. Zum Besitzerwechsel ist es nicht zuletzt wegen der Veruntreuung von grossen Summen durch ein Kadermitglied gekommen. Der Weinmarkt ist zurzeit zwar ein zähes Pflaster, lässt aber laut Andrea Davatze so eine Investition in eine weitere Weinkellerei durchaus zu. Also der Weinmarkt ist natürlich hart umkämpft, das Sortiment und die Breite ist gewaltig. Aber ich glaube, dass gerade die regionalen Weine künftig wieder Bedeutung haben. Auch im Hinblick oder im Sinn von der Ökologie ist man heute eher vorsichtig, was man kauft. Das muss nicht unbedingt ein Wein sein, der zweimal um die Welt umgegangen ist, bis er auf dem Tisch ist. Zu fest in die Karten schauen lassen wird man sich im Bündnerland aber noch nicht. Auch die Mitarbeiter werden erst im Januar im Detail informiert. Dann ist auch klar, wer den Betrieb in Hallau führt.